Urquelle, der Bewusstseinstalk mit Mandy Pohl. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe vom Urquelle Bewusstseinstalk. Und mein Gast heute ist die liebe Katrin Antschütz. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber eigentlich bist du viel mehr und das erzählst du uns gleich mal selber. Und herzlich willkommen an alle Zuschauer und Zuhörer hier heute. Am besten stellen wir uns ganz kurz vor und bei mir fangen immer die Gäste an. Das hast du dir gut ausgedacht. Hallo Mandy, ich freue mich, dass ich hier bin. Genau, also ich bin Katrin. Ich bin genau Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber das ist eigentlich mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Mittlerweile besteht meine Arbeit ganz viel aus mentaler Arbeit, über Gedankenkraft. Was kann ich in meinem Leben erreichen und wie kann ich tolle, positive Dinge in mein Leben ziehen, aus meiner eigenen Mitte heraus, aus meiner eigenen Kraft heraus, durch mein eigenes Potenzial. Und so begleite ich Menschen durch ihr Leben dahin, wo sie gerne hin möchten. Genau. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen. Und es ist ja hier auch kein Interview, sondern der Urquelle Bewusstseinstalk ist ein Format, wo ich mich mit ganz tollen Gästen einfach austausche zu den Themen rund um das Thema Bewusstsein. Da ist natürlich ein Raum für Spiritualität auf allen Ebenen und ich bin Mandy Danielle Pohl. Danielle ist mein Seelenname, deswegen siehst du ihn nicht im Namen. Oder siehst du ihn doch? Doch, siehst du. mein Bildschirmhintergrund ist noch nicht neu. Genau, und ich bin Medium, Coach und Mentorin rund um das Thema Bewusstsein und Heilung auf allen Ebenen. Meine Leidenschaft ist es tatsächlich, es hier in unserem Körper auf die materiellen Ebenen zu stellen. Und da hat natürlich Geld einen Grund. Da hat natürlich das Thema Körper, Heilung, Bewusstsein. Also rundrum um die Themen will ich plaudern mit meinen Gästen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein, liebe Katrin. Ja. Mit dem Thema Spiritualität, würde ich sagen. Weil wir haben uns letztes Mal so schön darüber ausgetauscht. Und was ist es eigentlich für dich? Genau, wir hatten letztens so ein schönes Zusammentreffen bei einer wunderbaren Kakaotasse, Ritual-Kakaotasse. Es war ganz zauberhaft und genau, sind so ein bisschen ja auf das Thema Spiritualität gekommen und was das so bedeutet. Und ich für mich habe festgestellt auf jeden Fall, dass es manchmal ganz anders ist als bei anderen. Also dass es jetzt gar nicht so die Begrifflichkeit für mich gibt. Für mich hat es ganz viel nicht nur damit zu tun, dass ich irgendwie verbunden bin in irgendeiner Art und Weise, ins Jenseits, wie auch immer, sondern dass ich erstmal ganz viel bei mir bin. Also ganz viel auch mein Inneres kenne, mich wieder mit meiner Intuition verbinde, so eine Körper-Geist-Verbindung habe und dadurch mich danach ganz weit aufmachen konnte für all diese anderen Themen, wie Jenseitsbotschaften, wie geistiges Team und all diese Sachen. Und das ist einfach so ein ganz komplexes Ding irgendwie für mich. Ja, also Spiritualität hat ganz viel für mich zu tun mit bei sich selbst ankommen. Ja. Ja. Also das ist es irgendwie für mich. Da hat vielleicht jeder so ein bisschen seine eigene Definition. Ich weiß nicht, vielleicht magst du mal erzählen, was du von Spiritualität hältst oder was es für dich heißt. Ja. Na, grundsätzlich ist es ja so, dass eigentlich überhaupt niemand zu mir kommt, überhaupt in meine Welt, der mit dem Thema nichts anfangen kann, weil ich glaube, dass wir das ja auch energetisch sehr bewusst auch ausstrahlen. Für mich ist Spiritualität einfach nur noch ein Wort, denn in meiner Welt ist Spiritualität eigentlich, wir sind, ja, alles ist mit allem verbunden. Und natürlich gibt es unheimlich viele verschiedene Ebenen, auch spirituelle Ebenen. Und wir haben ja gesagt, wir verabreden uns hier heute auch für den Talk, weil wir so ein bisschen Klartext reden wollen, ja, zum Thema, gerade in dieser spirituellen Szene hat sich ja in den letzten Jahren so, so viel gewandelt. Und in meiner Welt ist es einfach, dass sowieso alles mit allem verbunden ist. Ja, du kannst nicht einatmen und nicht ausatmen. Du kannst nicht dein Blut kannst es nicht anhalten. Und so ist es auch mit der Spiritualität. Und das zieht sich durch alle Ebenen, durch unseren Körper, durch unseren Geist, unsere Gedanken, Atem, Geld, also wirklich durch alle Bereiche. Und deswegen bin ich es auch manchmal so ein bisschen leid, ständig über diese Definitionen von Spiritualität zu reden, weil wir sind ja spirituelle Wesen. Wir sind es. Und eigentlich geht es nur ums Erkennen. Wir brauchen es nur erkennen und lernen natürlich, wie wir diese Ebenen für uns
unterscheiden, erkennen, miteinander spielen. Also für mich ist es einfach, ich sehe das immer wie so ein riesengroßes Licht, Gitternetz, was sich auf allen Ebenen durchzieht. Und wenn wir hier irgendwelche komischen Mindfucks in uns drin haben oder es geht nicht oder mentale Blockaden, na klar, dann bleibt da irgendwo die Energie kleben. Und wenn die Energie kleben kann, kann es nicht in die materiellen Ebenen wirklich wirken oder auf den materiellen Ebenen wirken, weil das ist ja immer so meine Leidenschaft. Wie bringen wir denn hier den Arsch auf die Straße? Genau, ja, auf Als jeden Fall. spirituelle Wesen. Ja, richtig. Das finde ich auch gut. Also genau auch so eine Sachen mal auszusprechen oder auch mal Arsch zu sagen, ja, finde ich. Also das finde ich, weil du vorhin meintest, so spirituelle Szene und so, das hat, ist für mich auch so ein Thema. Ich habe ja, also ich bin ja der total verkopfte Mensch eigentlich gewesen früher. Ja, immer schön, alles muss man genau erklären können und ich muss genau wissen, wie das geht und war halt zu derzeit auch null mit mir verbunden, also so auch gefühlsmäßig. Deswegen zum Beispiel gehören Gefühle auch ganz stark bei mir mit in die Richtung Spiritualität. Also sich erstmal wieder selber spüren. Ja, und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, es geht auch, ne, wir hatten das Thema auch Authentizität, ne? Also es geht auch gar nicht mehr darum, wer man wirklich ist, gerade in dieser Spirit-Szene, sage ich jetzt mal, sondern eher um dieses und man muss so sein und man muss so. Na, immer so ein bisschen, oh, naja, und super verständnisvoll und oh mein Gott, ich darf nicht mehr Arsch sagen oder so, ja. Aber ich bin ja trotzdem irgendwie auch Mensch, ja. Also, und dieses wirklich authentisch sein, das finde ich halt auch ganz wichtig. Also irgendwie authentisch sein, den Arsch auf die Straße kriegen, wie du so schön sagst, und trotzdem aber irgendwie so mit sich verbunden sein, dass man weiß, wer man ist irgendwie, Ja, ich ja. glaube, dieses zu wissen, wer man ist, und das kommt ja aus dem Ich Bin. Und Ich Bin ist der Ursprung von Spiritualität. Das ist die Urquelle in uns, ja. Und ja, du hast es eben so schön gemacht, weil das ist ja, zu mir kommen ja auch viele Menschen, die natürlich unheimlich angebunden sind, ja, die mit allem reden, mit den Engeln, mit den Einhörnern. Aber die manchmal sehr viel damit beschäftigt sind, wirklich die Einhörner durch den Raum zu jagen, anstatt wirklich in sich und in ihre Wirkkraft zu kommen. Denn Genau. letztendlich sind wir ja hier Materie nicht umsonst geworden. Unser Körper ist ja materialisierte Energie. Und die möchte hier verkörpert werden. Und dazu brauchst du diese klare Wahrhaftigkeit im Ich Bin. Und wir suchen ja immer nach dem, wer wir eigentlich sind. Es ist auch ganz spannend, das ist auch mein Thema. Ich beschäftige mich ja auch viel mit der Metaphysik, weil ich dieses liebe, weil da so viele Antworten drin sind. Und ich habe zum Beispiel ein offenes G-Center. Bei mir ging es immer darum, wer bin ich eigentlich? Und da habe ich eine Kompetenz erworben, die ich hier tatsächlich verkörpere. Und damit kann ich natürlich auch anderen Menschen helfen, rauszukriegen, wer sie wirklich sind und worum es geht und warum wir hier sind. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst hier. Wir haben ja gerade alle entschieden, hier inkarniert zu sein. Wir wollen dabei sein bei dieser Party hier und auch sich nicht so ernst zu nehmen, ja? Das ist, Ja, glaube ich, genau. gerade wenn wir uns wirklich wahrhaftig verkörpern wollen, einfach uns nicht so ernst zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben uns übrigens auch verabredet, eine Tasse Kaffee hier zu trinken. Also, ich mache das mal kurz. Ja, machen wir. Ich habe Tee. Prost. Du hast gesagt, wir sind hier quasi ja unter uns. Jo. So war es von. Genau, nur wir beide. Das finde ich gut. Nee, genau. Und auch dieses sich nicht zu ernst nehmen, finde ich auch total wichtig. Also, das hat auch was mit Spiritualität für mich zu tun. Irgendwie die Sachen mit Humor nehmen. Also, egal wie schwer das Problem ist und ich hatte auch viele Sachen in meinem Leben, die echt nicht super waren, wo ich echt dachte, boah, richtig scheiße, darf man das sagen? Ja, ne? Ja, ich Super. will mal alles sagen. Es ist eh zu spät, ne, wenn ich piepse. ja, wo wirklich viel irgendwie nicht so geil war. Und trotz alledem, wenn man es halt auch mit Humor nimmt und auch rückblickend jetzt gesehen, ist halt immer irgendwie ein Learning dabei gewesen. Also es ist halt immer, ich wäre heute nicht die, die ich bin und würde nicht so irgendwie mittlerweile in meiner Kraft oder Mitte sein und manchmal wundere ich mich selbst über mich und denke, absolut irre, absolut irre. Vor, weiß ich nicht, vor 5 oder 10 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Und das
Da hat aber auch Humor halt viel irgendwie dazu beigetragen. Also wirklich die Dinge nicht immer zu ernst nehmen, nicht ständig irgendwie sich dann total die Gedanken zu zermartern, wenn was nicht gut gelaufen ist, sondern einfach mal so sagen, ja, scheiß drauf, ist halt jetzt so, komm, geht weiter, ja. Und halt auch mal drüber lachen einfach. Genau, und die geistige Welt, die haben ja mega Humor, ja. Also wenn wir verbunden sind, was wir ja eigentlich immer sind, wenn wir es erkennen, und wenn nicht, geht es darum, seine Anbindung wieder zu aktivieren, ja, seine Medialität zu aktivieren, seine medialen Kanäle wirklich aufzubauen, auszubauen, seine Hellsinne, Hellfühlen, Hellwissen. Wir haben das ja alles in uns, ja. Wir sind hier angekommen und konnten das noch alles. Und dann haben wir gemerkt, oh mein Gott, wenn wir unsere Fühlerchen ja überall, die wir haben, rausstrecken, verbrennen wir uns die Fühlerchen ganz viel oder nehmen Sachen wahr, die wir vielleicht nicht so lustig finden. Und dann machen wir diese Kanäle zu. Und die letzten Jahre war ja so eine bewusstseinserweiternde Maßnahme auch im Außen, die uns natürlich da ganz doll wieder zu uns zurückgebracht hat. Und ganz viele erwachen ja so krass in ihre Medialität. Wir machen ja auch Seminare, Workshops dazu. Du ja auch in deiner Praxis, soll ich nicht Praxis sagen, im Seelenherz. Ja. Und Im weil Kreativraum. Kreativraum, genau, weil es ist ja Genau. ein Riesenbedarf da. Wir wollen ja nicht nur wissen, wer wir sind, sondern wir wollen auch wissen, wie wir wieder zu dieser Einheit werden mit allem. Denn es ist ja wirklich, als wenn wir da rausgeplumpst sind, dann haben wir hier diesen materiellen Körper eingenommen. Dann haben wir, am Anfang waren wir noch so ein großer Bestandteil in dieser riesengroßen Suppe, ja, und dann wurden wir irgendwann zu einer Zutat und irgendwann wurden wir zum Topf. So. Und der Deckel ist so wie unser Ego obendrauf gekommen und hat gesagt, okay, du bist jetzt ein fertiges Menschlein und du musst jetzt hier mit ganz viel Anstrengung, Ernst, Kraft diesen Topf verteidigen. So, so ein Bild kriege ich gerade, ist ein lustiges Bild mit dem Topf. So, aber eigentlich geht es darum, dass wir wieder erkennen, wie wir den Deckel wieder aufmachen. Und wie wir diese Zutaten, die wir brauchen, um diese perfekte Suppe wieder zu werden, wie wir eigentlich sind, wieder in unsere Welt holen. Und dazu brauchen wir ein Aufmachen, dafür brauchen wir ein Öffnen, dafür brauchen wir ein Loslassen von diesen ganzen starren alten Konzepten. Und das passiert ja gerade kollektiv, ne? Also das finde ich so, so spannend, was da gerade passiert im Außen, sodass man es, also ich kann es gar nicht mehr in Worte fassen. Probier du das mal zu beschreiben, was da passiert. Na, ich habe auch das Gefühl, es knallt so an allen Ecken und Enden. Also, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, so vor, keine Ahnung, 10 Jahren ungefähr, da habe ich ja wirklich mich erstmal so auf die therapeutische Schiene so ein bisschen begeben. Am Anfang war wirklich sehr viel Heilpraktiker für Psychotherapie so und habe, ne, so diese Sachen gemacht und habe da schon gemerkt, da war das alles noch so, Gott. Da kann man nicht drüber reden. Also, ne, nicht mal, wenn man wirklich Probleme hat. Also, ne, das war den Leuten unangenehm. Die haben sich gar nicht getraut, sich aufzumachen. Ne? Und dann mit den Jahren habe ich mitgekriegt, wie es immer offener wurde, wie es immer offener wurde. Dann irgendwann war das schon ganz normal. Habe ich mich drüber gefreut. Ne? Also auch, dass einfach, dass es wieder sichtbar wird, dass das einfach gar nicht schlimm ist, wenn ich ein Problem habe und mir Hilfe suche, dass das nicht eine Schwäche ist, sondern eine Stärke, dass das was ist, was ich für mich mache, um wirklich wieder in meine Kraft zu kommen. Und jetzt mittlerweile ist es ja ganz viel so, wie du schon sagst, ja, dass da ganz viel aufgeht, dass die Leute bereit sind, sich zu zeigen, ihre Stärken zu zeigen, ihre Spiritualität leben wollen, in welcher Hinsicht auch immer. Na, der eine mehr, der andere weniger. Und dass das einfach nicht mehr so ein die spinnen alle ein bisschen, sondern wirklich ein, das ist eine total schöne Arbeit und da geht es nicht darum, irgendwelche verrückten Sachen irgendwie sich auszudenken, sondern wirklich wieder einfach bei sich anzukommen, das zu sein, was wir eigentlich sind, bevor all diese Sachen in uns reingepackt werden, ja, durch das Außen. Ich meine, klar, wir leben natürlich trotzdem in einem Kollektiv irgendwie, ne? Da kann nicht jeder machen, was er will, schon klar. Aber ich kann trotzdem meine Stärken leben, ich kann trotzdem gucken, was macht mich denn aus? Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Leidenschaften? Und ich darf die wieder leben und muss nicht, ne, also dieses, du musst dies, du musst das, du musst jenes, du musst den 9-to-5-Job machen, du musst hier, du musst da, sondern zu gucken, was will ich, was ist meine Leidenschaft und wie kann ich das integrieren in mein Leben, ja? Und dadurch wird das Leben so viel leichter. So schön irgendwie, so lebenswert und man hat irgendwie wieder ein ganz anderes Ziel vor Augen. So empfinde ich das irgendwie gerade. Und dass sich dafür so viele Menschen mittlerweile aufmachen, ist total schön und
Momentan ist natürlich gerade alles extrem. Also man hat das Gefühl, man ist so total in einer Transformation mit drin. Ja, alles verändert sich. Und vieles wirkt ganz extrem. Aber auch da denke ich, okay, es ist, wie es ist. Ja, wie sollte es anders sein? Und wir brauchen das einfach, um überhaupt erstmal zu fühlen, wo wir gerade stehen. Gibt es wahrscheinlich nochmal einen großen Knall. Warte ich ehrlich gesagt drauf. Ja, also. Und dann habe ich aber das Gefühl, dann wird das so ein ganz schönes Sein irgendwie. Also so fühlt sich's für mich zumindest an. Mag sein, dass es das vielleicht eine sehr verrückt traumhafte Vorstellung ist, keine Ahnung, werde ich sehen. Aber so fühlt sich's für mich an und ich finde das total schön. Was immer Schönes gesagt ist, der Leidenschaft. Da würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen. Also wenn ich da auch so energetisch reinschaue, das, was wir jetzt erlebt haben, so in unserer Transformation, in der Veränderung, wo wir schon drin sind, das war tatsächlich ein Warmlaufen. Also das wird jetzt noch mal ein anderes Kaliber. Es wird noch mal schneller werden. Und es wird tatsächlich auch wirklich diese Zeitlinien, wo wir auf verschiedenen Bewusstseinsebenen unterwegs sind, noch mehr voneinander trennen. Also ich finde das auch immer ganz spannend, wenn ich mit Menschen mich unterhalte, die so noch auf der alten Zeitlinie sind, wo ich merke, ich kann dann mit nichts mehr anfangen. Ich kann sie nicht mehr verstehen und sie können mich nicht mehr verstehen. Und es gibt auch es ist keine Zutat mehr in meiner Suppe, ja. So, und auch das ist okay, sondern wir entscheiden ja alle selber. Wir entscheiden alle selber, wie wir leben wollen. Und ich glaube, dieses Definieren, wie wir leben wollen, ist gerade ganz, ganz wichtig. Und da sind ja so viele gerade am Struggeln, weil wir stehen mit einem Bein so in der alten Welt noch drinne, ja, mit der anderen stehen wir schon in der neuen. Und dann probieren wir hier einen auf Eiertanz, weil manche Sachen brauchen wir in der alten Welt noch, zum Beispiel das ganze Thema Geldsystem, ja. Und auf der anderen Seite spüren wir in der neuen schon, dass wir es eigentlich nicht mehr brauchen. Wir brauchen es nicht mehr, weil letztendlich hat es nur noch mit Leidenschaft zu tun. Denn da, wo deine Leidenschaft ist, das ist der absolute Intuition, das ist deine Seele, die zeigt dir durch Leidenschaft ja, wo dein Weg ist. Da, wo die Freude ist, da, wo du gerne forschen magst, da, wo du auch, wenn du eigentlich gar keine Zeit hast und du siehst irgendwas, wo du tiefer reingehen willst, weil es dich interessiert, da ist die Leidenschaft, da ist der Weg. Bei mir ist das immer, in der Metaphysik, ich baue ja im Hintergrund eine riesen Datenbank auf, weil ich dir immer die Informationen wieder neu verknüpfe und neu zusammensetze, um zu merken, es ist auch egal, wie es heißt, Astrologie, Human Design, Genschlüssel, ja, letztendlich kommt immer selber bei raus. Ja, Seelenplan nach Alpha, Numerologie. Also es sind ja alles Tools. Wir brauchen irgendwann noch diese Tools nicht mehr. Noch brauchen wir so ein bisschen, weil wir ja den hier ein bisschen mitfüttern wollen. Den wollen wir ins Boot nehmen, weil wir waren ganz lange im Zeitalter der Kommunikation, der Daten. Ja, wir waren dort, dass alles durchdacht werden musste. Und wenn du dich mal heute fragst, was wir tun, wo ich denke, okay, da habe ich jetzt so nicht wirklich gedacht. Sondern es kommt ja echt aus dem Gefühl. Und das ist für mich einfach wirklich dieses neue Fühlen, dieses neue Erleben aus dem Fühlen. Aber manche Menschen können überhaupt nicht fühlen. Die können nicht fühlen, die fühlen mental. Und Ja, da aufzumachen. das ist auch, weil du hast vorhin auch noch was gesagt, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Und das ist, glaube ich, das Erste, was wir uns irgendwie gerade noch mal richtig bewusst machen dürfen, dass wir nicht gesteuert sind vom Außen. Das kommt uns vielleicht immer so vor, ja, dass das Außen uns irgendwie steuert und dann passiert das und dann passiert das und ich kann ja gar nichts machen, weil das ist ja so und so, sondern es ist genau andersrum. Ja, dass wenn ich irgendwie mit mir klar bin, wenn ich irgendwie in mir aufgeräumt habe, wenn ich wirklich in meiner Mitte stehe und wenn ich wirklich bewusste Entscheidungen treffe und nicht mehr auf Autopilot laufe, weil ich das vielleicht schon immer so gemacht habe, dann merke ich, dann komme ich in diese Bewusstheit rein und dann kriege ich ein neues Bewusstsein für, ich habe mein Leben in der Hand, ich kann das machen. Und es geht ja nicht immer darum, irgendwie das ganze Leben über den Haufen zu werfen oder jetzt alles hinzuschmeißen und alles neu zu machen, sondern wirklich, wie du schon sagst, die Leidenschaft dann zu integrieren und zu gucken, was mache ich denn wirklich gerne und wie kann ich das irgendwie in mein Leben einbauen oder mich mehr in die Richtung entwickeln, dass ich nicht nur das mache, was ich gefühlt machen muss, ja, weil man das halt so macht. Und das mache ich ja nur, weil ich mir ja nicht bewusst bin, wer ich bin und was ich gerne mache. Und deswegen denke ich, ich muss das jetzt so machen. Ne? Genau. Und ich habe früher auch immer gedacht, ich muss das jetzt so machen. Ich muss irgendwie
einen richtigen Beruf machen, wie meine Eltern immer so schön gesagt haben, einen richtigen Abschluss machen. Aber was ist denn richtig? Mag sein, dass es in ihrer Welt das Richtige war, ne? In ihrer Erlebniswelt, so wie sie bewusst waren. Aber für mich war das überhaupt nicht der Weg und ich habe mich da durchgequält und das war ganz furchtbar. Und erst als ich wirklich angefangen habe, mich mit mir zu beschäftigen, was mache ich denn wirklich gerne? Wo will ich denn hin? Was ist denn das, wofür ich brenne? Dann wurde alles ganz leicht, ne? Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, so wie dir gesagt wurde, du musst, muss ich gar nicht. Ich darf gucken, also ich darf mir meiner erstmal bewusst werden, ja. Dann geht es in die Selbstbestimmung, ne? Das Genau, ist ein ne? Teil, das ist auch ein Teil von Freiheit, vor dem aber ja viele Angst haben, weil sie müssen selbst bestimmen, Genau. was sie denken. Sie müssen selbst bestimmen, was sie tun. Und dazu gehört natürlich auch die Verantwortung zu übernehmen. Auch das ist ja Genau. Bewusstsein. Weil solange wir ja die Verantwortung von uns wegschieben können, ist ja jemand anders verantwortlich auch für die Ergebnisse. Genau. Und solange sind wir ja nicht wirklich hier. Wir sind ja nicht bei uns. Sondern Nee. das braucht echt Freiheit, braucht Mut, Ja. Selbstbestimmung, Verantwortungsbewusstsein, die komplette Verantwortung selber zu übernehmen, niemandem die Schuld geben zu können, wenn es auch gegen die Wand geht. Aber du hast vorhin was gesagt, was wir, unser altes Leben, das war ja da, damit wir heute genau der sind, der wir sind. Und es gibt ja immer einen roten Faden, weil wenn ich so Seelenarbeit mache, dann kommt ja immer raus, dass dieser rote Faden das ganze Leben dich schon begleitet hat und dass alles, was wir erlebt und erfahren haben, und wie du vorhin gesagt hast, da ist ein Haufen Schrott dabei, aber im Nachgang waren es die Geschenke. Und das ist auch in meinem Leben. Ich habe so viel Zeugs erlebt, wo ich sage, im Nachgang waren das die Geschenke, die waren halt nur als Scheißhaufen verpackt. Ja? Und da drinnen zu buddeln, um den Diamant zu finden, das ist auch Bewusstsein, sich bewusst zu werden, was war denn meine Lernerfahrung, was war denn genau das Geschenk vom Universum, von meiner Seele, was ich in dem Moment auspacken wollte. Und viele umkreisen ihre Kackhaufen ja. Und wundern sich, dass sie nicht weiterkommen. Und letztendlich landen sie trotzdem wieder mittendrin. Na. Und auch da kriegen wir gerade so eine Energie von, es geht echt schneller. Und du wirst mit dem Hintern tatsächlich immer wieder oben raufgesetzt, bis Ja. du erkennst, dass da das Geschenk drin ist. Ja. Und das ist spannend. Ich liebe diese Arbeit. Ich. Kackhaufen, Geschenke suchen in Kackhaufen. Ist für Super. Ja, mich. ich. Kackhaufen sind super für eine Dankbarkeit für Kackhaufen heute hier. Nee, aber es stimmt. Also, es ist wirklich so. Also, es Ein ist. geiler Titel, den schreibe ich mal auf. Du, wer, ne? Wer weiß, für was das doch gut ist. Nee, aber das ist wirklich. Ja, aber wie du sagst, es hat wirklich einfach viel mit diesem. Eine komplette Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und das ist natürlich viel klar, wenn ich gerade mich erst auf den Weg mache, ne, und erstmal so ein bisschen gucke bei mir, so ein bisschen angucke und merke, mal, irgendwas haut nicht so richtig hin. Oh, jetzt muss ich mir meine ganzen Themen vielleicht angucken, jetzt muss ich da so ein bisschen graben. Ja, ist scheiße, klar. Also kenne ich auch, verstehe ich total. Aber wenn man es da mal gemacht hat, es wird so viel leichter. Und natürlich ist Veränderung nicht immer nur oh, rosa Wolken und ein bisschen hier dreimal über die Wange streicheln, ja. Oder so, wie man sich mal vorstellt, ja, dann gucke ich da ein bisschen hin und dann mache ich dreimal Schuschu und dann, oh Wunder, ist mein Leben anderes. Nee, das ist richtig Arbeit. Das ist richtig Arbeit. Das ist richtig was tun, tun, selber tun. Nicht warten, dass jemand kommt und meine Probleme löst. Ne? Das funktioniert halt nicht, weil der andere kann ja, ne, egal wer das ist, der andere kann gar nicht meine Probleme lösen, weil er gar nicht meine Lösungen hat. Die kennen nur ich. Genau, und dieses selber ist der entscheidende Punkt, weil das merke ich ja auch gerade in der Heilarbeit. Und ich habe mich ja jahrelang erfolgreich hinter meinem Finanzthema versteckt, aber letztendlich ging es ja darunter immer um Heilung. Ich habe mich aber, wir sind ja hier unter uns, sehr Ja. von dieser spirituellen Heilerszene abgegrenzt, weil das für mich manchmal sehr übergriffig war. Denn da kommt jemand, wie du sagst, macht Schuschu und streichelt die Wange und jetzt ist das Thema weg. Vielleicht ist es in dem Moment aus seinem energetischen System rausgenommen, aber der hatte das nicht umsonst. Und der Körper drückt die Klingelknöpfe, die Seele drückt die Klingelknöpfe. Und jetzt kommt jemand, nimmt von außen und ich weiß, dass das viele können und auch viele energetische Tools sind genauso aufgebaut. Funktionieren aber Gott sei Dank manche schon gar nicht mehr und nimmt dieses Thema aus deinem System raus. Du hast das Thema aber damit nicht gelöst, sondern es ist nur energetisch von dir genommen. Der Körper sagt aber,
Okay, jetzt geht es mir mal ein paar Wochen gut, weil energetisch ist dieses Ding draus. Aber der Klingelknopf, um die Tür aufzumachen, die Tür ist immer noch nicht offen. Und dann sucht der Körper sich nämlich eine andere Ebene. Und dann entstehen, wenn wir, der Körper drückt, klingelingelingelingeling, ja, und wir machen die Tür nicht auf. Im besten Fall kommt einer und räumt den Schnee vor der Tür weg, ja, oder besprüht die mit neuem frischen Goldstaub. So. Aber solange wir selber die Tür nicht aufgemacht haben und geguckt haben, was steht denn da vor der Tür? Was möchte gesehen werden? Und erst wenn wir es gesehen haben und angenommen haben, sind die Themen weg. Wir brauchen auch in wirklich einen neuen Heilungsdienst. Wir brauchen gar nicht mehr in Dramaarbeit. Wir brauchen nicht mehr in die Traumen reingehen. Das ist unheimlich befreiend, weil es nur noch gesehen werden möchte und angenommen werden möchte. Und immer wenn wir was weghaben wollen, ja, komm mal, mach mal weg, wissen Genau. wir sind nicht in der Eigenverantwortung. Das ist nicht wirkliche Heilung. Und es ist ja auch nicht so, also ich kenne das ja auch von mir. Ich habe das früher auch total gern gehabt, wenn da jemand kommt und einfach sagt, so und so, Problem gelöst. Oh ja, herrlich, muss ich gar nichts machen. Ja, habe mir zwar mein Problem selbst an Land gezogen über all die Jahre, weil natürlich, wie du sagst, es hat ja einen Sinn für mich. Und dann kommt da einer und macht es weg, dachte, ja, super. War schön einfach, ging richtig schnell, Problem gelöst. Nee, überhaupt nicht. Es kam einfach irgendwann wieder und zwar mit geballter Kraft und es kommt so lange wieder, bis du verdammt nochmal es richtig gefühlt hast und verstanden hast, worum es geht. Und das ist auch ein ganz anderes Gefühl. Also es ist dann nämlich ein Gefühl, weil sonst hast du immer dieses, ach ja, ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Und wenn es wirklich weg ist, wenn dein Thema wirklich erledigt ist, du spürst es. Das ist so ein Gefühl, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber ich habe es halt auch schon erlebt. Deswegen, es ist richtig so, das macht auf einmal Klack und du spürst im ganzen Körper so. Genau. Und nach einer Weile kannst du es nicht Erleuchtung. mal mehr beschreiben. Da war mal was, du kriegst es nicht mal mehr in Worte gepackt, weil es durch ist. Ne? Genau. Also Und es es ist ist wie egal, neu wie geboren. oft es dich dann von außen wieder findet, du stehst einfach da und denkst, hey, cool. Interessiert mich überhaupt gar nicht mehr. Es macht, und dann merkst du plötzlich, oh, es macht gar nichts mehr mit mir. Der Genial. Resonanzraum ist weg. Der Resonanzraum ist weg. Der Klingelknopf hat keinen Kontakt mehr. Genau. Genau. Und das ist so ein Gefühl, und das kannst du nur erleben, wenn du es halt selber, also wenn du halt selbst da durch den Prozess gegangen bist. Und das ist wirkliche Heilarbeit, weil ich bin der Meinung, dass wir damit alles heilen, alle Themen. Alle Themen sind irgendwo in unserem emotionalen Körper gespeichert auf Zellebene. Themen aus diesem Leben, Themen unserer Ahnen, Themen aus anderen Inkarnationen. Und die können wir haben so einen riesen Raum gerade aufgemacht bekommen, wo wir tatsächlich diese Sachen jetzt alle auflösen können. Wir können sie auflösen, genauso. Und es braucht dafür das Gefühl und nicht mehr, ich weiß ja. Dieses weiß ja ist hier oben. Und das hast du genial beschrieben gerade eben. Hätte man nicht kürzer, muss ich mal rausschneiden nachher. Beschreibt wunderbar unsere Arbeit. Oder Ja. war ich wieder voll in meinem Ding drin? Naja, aber ich weiß das halt auch von mir so, weil ich das halt genauso durchlebt habe. Also ich war der totale Kopfmensch, ja, überhaupt nicht mit einem Gefühl verbunden. Ja, wenn du meine Freundinnen von, also ne, wir sind ja immer noch, die sagen auch ganz oft, das ist so krass, was da passiert ist. Und ich merke das ja selber. Ich war wirklich dieser, um Gottes Willen, bloß nichts fühlen. Oh nein, nicht weinen, es tut ja weh. Das ist ja, ne, am besten kommt jemand, macht das schön weg und so. Und ich weiß ja, dass es, ne, ich weiß das ja. Und ich wollte auch immer alles wissen. Ich hatte gar kein Vertrauen in mich, dementsprechend auch gar kein Vertrauen irgendwie in die Welt so richtig. Mittlerweile weiß ich, dass ich das tatsächlich aber mal hatte, weil ich habe dieses Urvertrauen wiedergefunden. Aber da muss ich halt ein bisschen kramen, ne? Und jetzt bin ich ganz oft so, ich meine auch schon, okay, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber ich bin dann wirklich so, ja, das wird schon, das wird schon. Ich muss natürlich meinen Teil dazu beitragen, ne? Also von allein passiert da nichts. Aber ich weiß, dass ich das aus meiner eigenen Kraft die Dinge schaffen und erschaffen kann. Und dadurch musste ich aber halt durch diesen Bewusstheitsprozess erstmal durchgehen und mir ein neues Bewusstsein erschaffen, eine andere Sicht auf die Dinge schaffen. Und dafür musste ich halt bei mir erstmal ganz viel verändern und wirklich in dieses Fühlen wiederkommen. Ja. Und das Fühlen in Ordnung ist. Es ist total okay zu fühlen. Es ist gar nicht schlimm. Es ist super. Und das Fühlen ist eben auch eine Bewusstseinsebene. Und wir haben so viele Bewusstseinsebenen. Und ich liebe diesen Switch ja, gerade in der Heilarbeit. Und das mache ich auch in den Heilkreisen, dass wir mal ein Thema uns nehmen. Zum Beispiel Nervensystem machen wir zum Beispiel jetzt. Und gucken uns das aus den verschiedenen Bewusstseinsebenen an. Und du wirst merken, du hast schon die Hälfte der Arbeit hinter dir. Ja, weil wie guckt der Körper drauf? Wie guckt es denn aus dem Fühlen heraus drauf? Wie nimmt es denn aus dem Gefühl wahr? Wie guckt es denn von der Zellebene drauf? Ja, wie guckt es denn aus der geistigen Welt drauf? Wie guckt es denn
von den verschiedensten Ebenen dort drauf. Und das dürfen wir tatsächlich lernen, weil das haben wir nie gelernt. Weil wir waren, hier ist Bewusstsein, so sind wir erzogen. Und in dem Moment, wo wir in diese Kraft zurückwachsen, wir werden zu intuitiven Heilern für uns selbst, aber eben auch für unser Umfeld durch Bewusstseinsarbeit. Und damit meine ich nicht die anderen zwangsbeglücken mit unserem Wissen, sondern bei sich zu sein, weil damit bist du ja einfach wirklich in deiner wirklichen Strahlkraft drinne. Und jeder ist so individuell. Also schon allein im Human Design, ja, ich bin manifestierender Generator, du bist Projektor. Wir haben eine völlig andere Art, aus uns heraus zu leuchten. Und das ist so cool, weil eigentlich brauchen wir gar nichts sagen. Wir brauchen nur sein. Und die Menschen, die eine Zutat sind in dem Topf, den wir dort in diesem Leben unseren Topf nennen, die kommen von ganz alleine. Und das ist super spannend. Und das ist auch zum Teil neu. Deswegen funktioniert auch ganz viel im Business, im Marketing nicht mehr, weil die Menschen genau spüren, ich bin keine Zutat für dein Programm. Genau, ja. Ja, und genau, du, was du schon sagst gerade, ne? Ich ziehe, wenn ich weiß, wer ich bin, ne, und wirklich bei mir sein kann und wirklich meine Ressourcen kenne, also meine Kraft kenne, meine Stärken kenne, das, was mich glücklich macht, kenne, dann ziehe ich auch irgendwie nur noch diese Menschen an, also die irgendwie zuträglich sind für mich, ja, und gar nicht mehr, wo ich dann hinterher. Wobei das ja auch immer einen Sinn hat, ne? Für meine Entwicklung hat es ja auch einen Sinn, wenn da jemand kommt, von daher ist es eigentlich ja nicht, aber. Manchmal fühlt es sich ja so schwer an. Warum ist denn das so? Warum ist denn das so? Und je mehr ich in meine Kraft komme, umso weniger brauche ich mich das fragen, weil umso weniger kommen von außen diese Dinge, die mich irgendwie negativ beeinflussen oder wie auch immer, ne? Also wie mehr ich wirklich in meine Kraft, in meine Strahlkraft komme, umso mehr mache ich mich auf und es kommen Menschen an und du denkst so, wow, eigentlich ist das Leben total wunderschön. Ich bin so dankbar für, also, und ich brauche auch gar nicht mehr so viel. Also ich brauche auch diese ganzen materialistischen Sachen gar nicht mehr so viel, weil mich das, ich brauche das kleine Glück von außen nicht mehr. Ich kann mir das kleine Glück, ja, also, es, ne, na klar, kaufe ich mir auch mal irgendwie eine schöne Sache, warum nicht? Ne, ich will mich auch mal belohnen für irgendwas so, aber ich brauche das auch nicht, wenn ich traurig bin, muss ich mich nicht belohnen für so Sachen, sondern das ist, ich kann auch einfach sitzen, mir einen Baum angucken und mich freuen, wie schön die Welt ist, ja, und Ich auch, überhaupt erst ich für auch. das dankbar sein, was ich sowieso schon habe. Na, Ja. das ist ja auch. Bei vielen Menschen kriege ich oft mit, die wissen manchmal gar nicht, wie viele tolle Sachen die schon haben. Ja, die haben den Blick noch so auf diesen ganzen Negativen, das ist so schade, wenn man wirklich den Blick mal darauf richtet, was Gutes im Leben ist. Und das finde ich eigentlich auch so einen schönen Switch, der jetzt so passiert, dass man immer mehr, also wie du auch vorhin hast du es, glaube ich, schon mal gesagt, nicht mehr aufs Drama gucken, sondern auf die tollen Sachen, alles, was schon da ist, alles, was man schon erreicht hat, wofür man dankbar sein kann, wofür man Glück, also, ne, was eigentlich im Leben schon toll läuft. Und Ja. das war ja ganz lange auch nicht so. Da ging es immer darum, das, was du nicht hast, was du nicht kannst, wer du nicht bist und was du alles noch brauchst. Ja, und auch das war ja ein Plan, weil wir dadurch in einer niedrigen Energie gehalten werden. Weil, ich sage mal, allein die Frequenz von Dankbarkeit ist ja auch Bewusstsein. Die schwingt so viel höher als Mangel. Mangel, Schuld, Scham sind die tiefsten der Frequenzebenen und die halten dich energetisch in einem unheimlich negativen Raum, ja, also wenn man mal negativ und positiv Skala jetzt nicht bewertend darstellt, während Dankbarkeit ja so eine hohe Schwingung ist. Es gibt ja auch die Bewusstseinsebene nach Hawkins, finde ich ganz spannend, einfach mal zu gucken, wenn wir in der Energie schwingen von Liebe, von Dankbarkeit, von Fühlen, weil wir dadurch ganz anders wahrnehmen, ja, haben wir einfach eine viel höhere Frequenz und aus der viel höheren Frequenz ziehen wir natürlich auch Menschen, Situationen, Chancen, Möglichkeiten auf dieser Frequenz in unseren Topf, in unser Feld, in den Topf. Der kommt jetzt immer wieder. Ich glaube, der muss in den Titel. Ja, genau, darum geht's. Und das ist alles Bewusstsein. Und ich bin so dankbar, dass wir sind so wie in einem Bewusstseins Neudefinitionsfeld. In den nächsten 3 Jahren geht, was das angeht, nochmal unheimlich was ab. Weil also wenn ich dort reingucke, werden viele psychische Themen auch in unsere Heilarbeit kommen, weil sie einfach auf einer alten Ebene hängen und eigentlich schon lange spüren, die Seele spürt schon lange, ey, Schatzi, da ist durch. Du musst aus diesem Raum raus. Und da wird auch ein Großteil unserer Arbeit in den nächsten Jahren sein.
Menschen zu unterstützen, einfach wirklich in dieses hohe Bewusstsein zu kommen, weil damit lösen sich ja ganz viele Probleme echt von alleine auf. Ja. Liebe Katrin, hast du noch ein Abschlusswort oder erstmal anders, wo findet man dich? Wir verlinken auch alle deine Daten hier unter diesem Video. Erzähl nochmal, wo man dich findet. Was ist das, was du am allerliebsten machst? Was ist deine absolute Geniezone? Ja, also was ich am allerliebsten mache, ist tatsächlich diese, naja, vielleicht spirituelle Mentalarbeit, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wirklich dieses Zeigen, Aufzeigen, was aus der eigenen Kraft machbar ist. Stärken, ne? Also mit den Menschen, mit denen ich arbeite, wirklich zu zeigen, guck mal, was du für Stärken hast. Wir gehen gar nicht vielleicht so ins Drama rein, sondern wir gucken wirklich, was du kannst, was du schon geschafft hast. Wer möchtest du sein? Wie möchtest du sein? Was möchtest du in dein Leben ziehen? Und dann zu zeigen, dass man das aus der eigenen, also aus dem eigenen Potenzial, aus der eigenen Kraft erschaffen kann, aber auch, dass man dafür was tun muss. Also das ist immer so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen hart und drück so drauf. Aber ich sage halt wirklich, es geht nur übers Tun. Bei mir braucht keiner kommen und erwarten, dass der den Popo getätschelt kriegt und ich mache die Arbeit, sondern wirklich, wir gehen den Weg zusammen. Ja? Wir gehen zusammen Hand in Hand, gucken uns Sachen an und dann geht es ins Tun, ins Verändern. Wir holen die Sachen ins Bewusstsein, wir schaffen eine Bewusstheit und dann machen, immer wieder machen. Es ist eigentlich wie so ein Trainingsplan beim Sport, ja. Da geht man ja auch. Man geht ja nicht ins Fitnessstudio und nur wenn man einmal da drin steht, hat man auf einmal einen Muskel. Nee, man macht sich einen Plan und dann trainiert man und dann passiert was. Und genau so ist es im Leben auch. Und das ist für mich eine ganz wunderbare Arbeit, den Menschen zu zeigen, was sie aus ihrer eigenen Kraft schaffen können. Das finde ich ganz toll. Und natürlich nehme ich dann dafür auch so das ein oder andere Tool dazu. Ich arbeite auch sehr gern mit Karten und all diesen Dingen. Und ja, aber wirklich diese Verlässlichkeit, sich selbst wieder so sehr zu vertrauen, dass man alles, was man erschaffen will, selbst erschaffen kann. Ja. Ja, genau. Ja, und man mich findet unter anderem in Geltow, ja, im Seelenherz, Heil- und Kreativraum. Das ist so unsere kleine Oase, sage ich jetzt mal. Da machen wir Workshops, da machen wir Einzelsitzungen. Und ansonsten Instagram und meine Internetseite energiederseele.com. Genau, und so heiße ich auch bei Instagram. Wunderbar. Und wir verlinken das alles, wenn du da Interesse hast an der Arbeit von Katrin. Liebe Katrin, du hast ja die genialsten Klangschalen da. Ja, das Ach muss ja, ich genau. ein absoluter Fan davon. Und genau diese bewusste Potenzialarbeit, das ist super spannend. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute viele Punkte angesprochen. Und wir suchen jetzt nach einem schönen Titel, wie wir denn diesen Bewusstseinstalk heute nochmal in klein definieren können. Also diese Dankbarkeit für Kackhaufen finde ich schon ziemlich Vielleicht können wir das irgendwie in den Namen einbauen, würde ich schön finden. cool. Okay, ich glaube, das schaffen wir. Also ihr Lieben, wir freuen uns super über einen Kommentar, über ein Like, wo du das jetzt siehst oder hörst und freuen uns sehr, wenn du verbunden bleibst, wenn du auch unseren Podcast oder Videopodcast weiterempfehlst. Es ist super spannend. Wir leben in super spannenden Zeiten und gerade das Thema Bewusstsein darf tatsächlich neu definiert werden aus dem absoluten individuellen, authentischen Sein heraus. Genau. Liebe Katrin, das Abschlusswort würde ich gerne an dich weitergeben. Was möchtest du noch vielleicht in einem Satz unseren Zuschauern, Zuhörern mit auf den Weg geben? Da überrumpelst du mich ja jetzt, Moment. wieder Vertrauen in dich selbst zu finden. Also wirklich einfach zu schauen, nicht so viel im Außen sein, wirklich ankommen, gucken, wo in mir habe ich das Potenzial? Wo finde ich das? Wer? Also, oder meine zwei Lieblingsfragen sind eigentlich, wer möchte ich wirklich sein und wie möchte ich sein? Also, das sind so zwei Fragen, die würde ich gern mitgeben, mit in den Abend geben. Und da kann man, glaube ich, ganz viel rausholen. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für diese schöne Tasse Kaffee, die wir hier zusammen getrunken haben und für diesen wunderbaren Talk. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Und ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Tschüss. Ciao.